Ach, wie schön. Diese Ruhe hier, Vogelgezwitscher, der Wind pfeift. Friedlich wirkt das alles hier. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und hier ist unser Burgfried und... Oder Bergfried? Mann, ich sag mal Bergfried. Nee, Burgfried? Ach, was auch egal. Unser Ding hier. Unser Ausguck. Ja, und ich habe ja ganz am Ende der letzten Folge eigentlich angefangen, hier so eine Holzwand zu bauen. Aber die ist komplett sinnfrei, weil hier kann sowieso keiner hoch. Das schützt sich sozusagen selbst durch diese... Durch diese steile Bergwand hier. Auf fast auf drei Seiten im Grunde. An drei Seiten. Und ich habe jetzt einfach mal diesen Zaun hier gezogen. Zum Schutz. Einfach mal von hier rüber bis hier rüber. Und ja, und ein Tor eingebaut hier an dem Trampelpfad. Ob das irgendwie Sinn macht, weiß ich nicht. Denk mal schon. Vielleicht aber auch nicht. Und wir werden sehen. Das ist ja eigentlich, wahrscheinlich ist das nur so optisch. Eine Wand hier und so. Naja, die dient sozusagen ein wenig dem Schutz. Naja. Okay. Aber ich denke... Nee. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt hier... Ist das... Wie ist das gemeint? Wird das Ding noch gebaut oder ist das fertig hier? Ich meine, es sieht fertig aus, ja. Vielleicht ist es auch schon fertig. Genau wie die Hecke da unten, die ist ja auch gleich hingestellt worden und hat sich seitdem nie wieder verändert. Wurde jetzt ein bisschen zugewuchert durch den Weizen, aber ist egal. Es ist egal. Ja. Und immer noch, wie gesagt, viel Bauprojekte, die nicht so wirklich vorwärts gehen. Ja, da haben sich meine Bewohner ein wenig übernommen. Schon erwähnt. Und ich habe, glaube ich, zwei neue Dorfbewohner. Die könnte ich... Hier nochmal. Nee, habe ich nicht. Noch nicht. Da würde ich gerne die 10 voll machen und dann brauchen wir uns darum, glaube ich, in Zukunft nicht mehr kümmern. Dann sollte das erledigt sein. Wahrscheinlich erst, wenn wir hier... Ich keine Ahnung, was ich hier noch draus machen kann. Ich denke mal schon, dass ich hier anbauen kann. Aber das würde ich gerne momentan darauf verzichten, eben aus gegebenem Anlass, in Anführungsstrichen. Aus gegebenen Gründen. So, Brücke ist fast. Also optisch zumindest. Nee, ist noch nicht. Das stimmt nicht, was ich da sage. Ich wollte gerade sagen, die ist schon fast fertig, aber nein. Die ist noch nicht mal, glaube ich, zum Viertel vollendet. Ja, ich brauche noch... sind weniger geworden? Das ist komisch. Es waren noch über 1000 hier. Ah, umso besser. Vielleicht haben sie eine Methode entdeckt, mit der sie sparsamer mit den Brettern umgehen können. Ich habe keine Ahnung. Wer weiß. Ich glaube zwar nicht, dass das eingebaut wurde, sowas in der Art, aber ja. So. Gucke gerade mal. Nein, haben wir nicht. Ich würde so gerne weiterbauen und meine Möglichkeiten erweitern hier, aber es ist momentan, wie gesagt, nicht möglich. Schöne Häuschen. Sehr, sehr schöne Häuschen. Ja, dann müssen wir das ein bisschen so dahin dümpeln lassen. Ich könnte natürlich auch sagen, ich mache einen Cut und melde mich dann sofort bei eventuell Dingen wieder, die so passieren. Aber ich meine, wir können auch draufbleiben. Ich kann auch so ein bisschen beobachten hier. Wie gesagt, machen können wir momentan nicht viel. Aber wir könnten eventuell... Okay, die Soldaten sind zurück. Und ich denke mal, sie werden vollzählig sein. Wo sind sie? Da hinten kommen sie. Ja, es sieht so aus wie beim letzten Mal. Ich denke mal, das wird gut gegangen sein. Ja, wir könnten eigentlich nur noch Handelsroute einrichten. Allerdings müsste ich erstmal meinen... meinen Schuppen hier erweitern. Ja, das ist aber eben nicht möglich momentan. Eieiei. Dann könnten wir hier auch handeln. Aber wir könnten Wein. Das ist so geil. Wenn wir selbst Wein anbauen könnten. Also, wir können Kohle, kann man nicht verkaufen. Ach nee, derjenige verkauft, also hier der andere. Was können wir denn? Wir können Wolle verkaufen, haben wir aber leider nicht so viel. Und wir haben auch keine Werkzeuge. Ich glaube, wir müssen mal wieder Werkzeuge importieren.
Zumindest vorübergehend. Das werde ich mal tun. Ich gehe mal auf 10. Tut mir leid, aber es muss sein. Wir haben, können momentan keine Werkzeuge selbst produzieren, da wir eben keine Kohle haben. Weil wir eben kein Holz haben. Mann, 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 das ist alles, ja, hängt natürlich alles zusammen, klar. Von wem kaufen wir denn eigentlich Werkzeug? Von dem hier oben, okay. Wir könnten Bären verkaufen. Nee. Stein, geschlagenen Stein. Steinblöcke. Bretter können wir gar nicht verkaufen. Habe ich überhaupt? Verkaufen bis zum Wert? Nein! Nein, 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 nein. Ich muss da... Deswegen vielleicht auch. Warte mal. Kein Handel. Genau. Wir kaufen. Ich gehe mal hoch auf... Warte mal. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Das habe ich ja... Das hätte ich schon viel früher machen müssen. Die Bretter haben wir verkauft. Zum Teil auch. Was das? Verkaufen bis zum Wert? Die Bären? Ja, warum auch nicht? Ich lasse das erstmal. Und verkaufen bis zum Wert? Nee, da muss ich den Handel aussetzen hier mit Holz. Eieiei. Wer kauft denn hier Holz? Keiner. Hä? Doch. Moment, wo war das? Nö. Es kauft keiner Holz. Warum habe ich das im Handel? Auftrag abgeschlossen. 1000 Gold, 20 mal Wein und hab schon wieder vergessen, was das ist hier. Loyalität? Nee, was war denn das? Ach, ist doch egal. Ansehen, glaube ich. Und ein freier Landstrich. Genau. Und den werde ich erstmal. Ja, kaufen. Oder freischalten vielmehr. Ich überlege gerade, warte mal. Hier haben wir recht gut. Ich schalte den mal hier hinten frei. Entweder den oder den. Ich glaube, ich mache mal den hier. So. Diesen Landstrich aufgeben? Nein! Habe ich den? Ach, den habe ich schon. Okay, dann nehme ich den hier. So. Jetzt ein bisschen... Als nächstes könnte ich den nehmen oder hier eventuell den und den. Weiß ich noch nicht. So. Warte mal, ich war gerade im Handel. Ich muss gerade mal gucken. Wir könnten Wolle verkaufen, haben wir aber nicht so viel. Ah, wie, Klamotten. Wir brauchen Klamotten. Honig. Okay. Honig. Wie geil. Klamotten. Kräuter haben wir auch nicht. Also wir verkaufen Holzklötzchen. Ich, keine Ahnung, ob wir... Scheinen wir momentan nicht zu verbrauchen. Selbst zu brauchen. Verkaufen bis zum Wert. Weizen. Ich weiß es nicht. Warte mal. Wo habe ich denn den Weizen eingelagert? Hier. 50 und irgendwo noch, irgendwo anders noch, glaube ich. War das hier drüben? Ja. Also da haben wir eigentlich relativ viel. Das Doofe ist nur, dass wir mit dem Brotebacken nicht hinterherkommen anscheinend. Naja, 8 Brote. Hier gar kein Boot. Nicht so gut. Meine Fresse, hier geht gar nichts vorwärts. 20 mal Bretter. Ja, die kommen ja auch nicht hinterher. Die produzieren zwar Bretter, aber ich glaube, mit der Brücke haben wir uns ein bisschen übernommen, glaube ich. Das ist nicht so gut. Kann man noch nicht pausieren, oder? Nee. Man kann nur... Ach doch. Doch, wir pausieren mal. Keine Wartungskosten. Ja, er wird noch zu Ende hämmern hier, genau. Aber danach müsste eigentlich erstmal Ruhe sein. Und bloß nicht vergessen, das Ding weiter zu führen nachher. Aber man sieht es ja eigentlich. Und momentan brauchen wir die Brücke auch nicht. Insofern war es sowieso generell, ich glaube, die Aktion war überflüssig zur jetzigen Zeit. Okay, dann priorisieren wir mal hier Dingen hier. Und die Fischerhütte vielleicht. Die warten auf Baumeister. Da ist noch gar nichts passiert.
Ja, wir haben keinen. Wir haben hier echt keine Dings. Kein Holz. Kein Rohholz. Stieß aber nicht so richtig, ehrlich gesagt. Das ist auch hier. Wir haben drei Holzfäller und die hauen nur zweimal Holz. Das ist warum? Kommen die echt nicht hinterher? Stehe ich nicht so richtig, ehrlich gesagt. So. Die produzieren achtmal Holz. Das geht schon ein bisschen flotter voran hier. Hm, merkwürdig irgendwie. Ja, ist total komisch. So, jetzt haben wir 9 von 10. Ein Haufen Damen dabei. Ja. Ja, Wohnhäuser brauchen die natürlich auch. Die machen die ja selbstständig. Da brauchen die natürlich auch ordentlich Holz. Ja, ist alles nicht so einfach zum Teil. Okay. Hier, keine Butter eingelagert, keine Kohle eingelagert, weil eben... Boah. Ein Holz für Kohle. Ja, 42 mal Werkzeug haben... Nee, Blödsinn. 10 mal Werkzeug haben wir dazu gekauft. Wir können selbst keins produzieren. Zumindest nicht so... So wirklich. Ist tatsächlich der Weg hier wieder zugewuchert. Ich finde es eigentlich nicht so verkehrt, dass der Platz hier wieder... Da kann ich ja das... Das Holztor kann ich mal wegreißen. Die Hecke hier auch. Wie kann ich das nochmal... Achso, Steuerung. Genau. So. Dann die Zypresse, die kann ich eigentlich... Ach, die lasse ich stehen. Ist ja grün hier. Nicht so schlimm. Dann kommen die hier tatsächlich hier durch diesen Hauptweg. Hier ist natürlich nicht so schlecht. Ja, sehr gut eigentlich. Gefällt mir. Holztor steht zwar ein bisschen schief, aber kann ich das irgendwie... Kann ich nicht mehr verändern, oder? Nee. Ist egal. Wir lassen das so. Ja. Genau. Sieht nicht so schlecht aus. Sehr gut. Zwei neue Dorfbewohner. Das ist natürlich wunderschön. Ach ja, genau. Die Weizenfarm, die muss weg hier. Die muss weg. Die gefällt mir nicht. Hat mir von Anfang an nicht gefallen. So, jetzt geht's hier auch ein bisschen weiter vorwärts. Ich glaube, das könnte die Ursache sein, weil wir eben den Handel mit Brettern eingeschränkt oder sogar reduziert haben. Ja, wir haben ihn eingestellt. Okay. Ja, besser ist das. Hier werden auch Häuschen gebaut. Wunderbar. Der Fischstand hat keinen Fisch. Das ist nicht gut. Er hat auch keinen Fisch. Oder er angelt gerade. Okay. Mal sehen, was passiert jetzt, wenn er da anliegt. Fünfmal Fisch. Die bringt er wohin? Mal gucken. Entweder ins Lager oder hier zum Stand. Nee, er bringt die anscheinend ins Lager. Erstmal was getrunken. Nö, er bringt ihn nirgendwo hin. Er müsste eigentlich mit der Kiste. Nee, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wundere mich gerade immer noch, oder generell wundere ich mich, warum ich bei einigen Ständen wirklich zwei Dinge verkaufen kann und bei dem da unten zum Beispiel eben gerade nicht. Warenplatz. Warte mal, oder muss ich das anders? Warte mal kurz, ich muss mal nochmal runter gucken hier. Das kann ich nur ändern.
Hm, merkwürdig. Na gut, ist nicht schlimm. Ist nicht so schlimm. Wohnhaus fertiggestellt, okay. Ja, Mann, unsere Weizenfarm kommt voran. Ja, das liegt wirklich daran. Wir haben den Handel eingestellt mit Brettern, also. Sind und, na klar, wir haben die Brücke pausiert. Das wird auch eine Ursache sein. Genau. Und dann würde ich ja fast sagen, ich mach mal hier. Eine Schatzkammer dazu. Ach, wie cool. Eine große Erweiterung ihrer Schatzkammerkapazität. Ein Vogtbüro, ja, wie. Und ein Schornstein? Warte mal. Wo baue ich denn den Schornstein? Quatsch, wo mache ich denn das Schatzkämmerchen hin? Hier ginge dran und da ginge dran. Ich mache das mal auf beiden Seiten, glaube ich. Da geht auch. Okay. Ah, das sieht doof aus, oder? Sieht das doof aus? Obwohl, da vorne ist eh nichts weiter. Also, weißt du was? Genau. Und die kann ich ja ein bisschen höher ziehen hier. Ah, sieht komisch aus, aber ich mache es trotzdem. So. Was brauchen wir denn dafür? 20 mal Stein. Naja. Warte mal, nee. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Moment. Schatzkammer. Hier ging er auch. Das sieht komisch aus. Warum kann ich denn... Kann ich das Ding hier irgendwie verschieben? Nee. Kleine Schatzkammer. Ja. Das sieht komplett dämlich aus, aber warum nicht? Warum nicht? Schornstein, warte mal. Schornstein. Wo kann ich den denn dran pappen? Gar nicht? Schornstein. Den kann ich aber nirgends voran tackern. Scheinbar. Oder? Warum nicht? Hier würde ich sagen, geht's, aber... ja, nee. Das ist ja komisch. Okay, ich werde es vielleicht rausfinden. Und wieder zwischen... Was ist das denn? Was war das denn? Merkwürdige Dinge passieren hier. Was zur Hölle? Okay, ich muss das mal... Hier kann ich nur in dem Radius bauen. Okay, oder auch gar nicht. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen für diese Folge. Und bis zum nächsten Mal hier bei Foundation. Bis denn dann, ciao.